Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns heute endlich wieder Seven Wars Wild. Wir haben a lot of Content, an den wir abcatchen müssen. Aber ich freue mich drauf, ey, ich will mich gar nicht beschweren. Wir haben so viel Content Anfang des Jahres jetzt quasi für uns bereit liegen, den wir einfach uns zusammen noch geben können. Dass es einfach eine schöne Zeit ist, keine Ahnung. Besser als hätten wir jetzt gar keinen Content, der auf uns warten würde. Von daher freue ich mich sehr drauf. Wir machen das Ganze chronologisch. Ich fange da an aufzuholen, quasi wo wir aufgehört haben. Bedeutet, wir haben jetzt zuerst natürlich die Behind-the-Scenes-Folge von Dave. So wird Seven Wars Wild produziert. Freue ich mich sehr drauf. 17 Minuten lang. I guess es geht darum, logischerweise, wie es produziert wird. Also mehr um den Cutting-, Editing-Bereich, Social-Media-Bereich. All sowas, aber eben auch, wie wurden vielleicht die Leute rausgesucht, die Cutter aus dem letzten Jahr, aber bestimmt auch um Kameramänner, um all sowas geht's. Kameramänner, also jetzt nicht auf der Insel, da hatten sie ja nur GoPro, sag ich mal, ja. Aber wir haben ja auch bei den Behind the Scenes die Kameramänner. Dave ist am Film die ganze Zeit, in den Helis waren Kameramänner. Wir hatten bei den Abholungen Kameramänner. Also was finde ich super interessant und ich hoffe, dass wir das hier haben. Ansonsten haben wir heute noch ein zweites Seven Wars Wild Video natürlich dann. Die nächste Folge, die heute Abend kommt, auf die wir gewartet haben. Und morgen gibt es dann das nächste Behind the Scenes und dann auch wieder die nächste Folge, damit wir das hier schnellstmöglich zusammen, auch mal einfach abarbeiten. Ich habe Bock, das zu sehen. Ich freue mich drauf. Jetzt aber genug gelabert. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein, weil so wird Seven Wars Wild produziert. Let's go. Vs. Wild Staffel 2 Produktion war mit großem filmerischen und organisatorischen Aufwand verbunden. Für einen Teil des Teams fing die wirklich zermürbende Arbeit allerdings erst nach Rückreise in Deutschland wieder an. Wie das Team mit wenigen Leuten die 16-teilige Serie in kürzester Zeit aufbaut, designt, animiert und schneidet, erfahrt ihr in dieser Folge von Behind the Scenes. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was hinter den Kulissen von Seven Vs. Wild Staffel 2 passiert und ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Koro, bei denen ihr 5% aufs gesamte Sortiment mit dem Code DAVE sparen könnt. Von Snacks wie diesen Rice Krispies über Cookies bis hin zu allerlei Schokolade gibt es, ihr wisst es schon, so ziemlich alles, was ihr an Snacks für einen perfekten Dave sieht richtig fresh aus in dem weißen Pullover. Mit dem Bart so ein bisschen. Dave sieht richtig gut aus hier. Außerdem gibt es eine Menge Superfoods, die euch dabei helfen, euch gesünder zu ernähren. Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produktion. Die großen Verpackungsgrößen bei Koro machen es möglich, euch zum einen bessere Preise anbieten zu können und zum anderen auf unnötigen Verpackungsmüll zu verzichten. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, bestellt euch eure Snacks und spart dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment. Ich bedanke mich vielmals bei Koro und euch viel Spaß mit dem Video. Hi, mein Name ist Pat. Ich bin der Director of Photography, kurz DOP von Seven vs. Wild. Meine Aufgabe besteht im Endeffekt darin, dass die ganzen tollen Sachen, die sich Max und Johannes so ausdenken, auch aufgezeichnet wird und dann für euch sichtbar gemacht wird. Für die Kameraarbeit haben wir uns einen langjährigen Freund gesucht, und zwar Pat. Mit Pat haben wir schon mehrere Jahre zusammengearbeitet. Wir wissen, er macht gute Arbeit, ist einfach ein krasser Drohnenpilot auch. Was sehr, sehr wichtig ist. Ah, okay, also er hat die ganzen Shots gemacht. Innerhalb also, der Serie. Da wussten wir, die Kameraarbeit ist in guten Händen. Deswegen war das eigentlich ein No-Brainer für uns, dass wir den da an Bord haben wollen. Was dieses Projekt ja so besonders und einzigartig macht, ist, dass eigentlich der Großteil des Contents von den Teilnehmern selber gefilmt wird. Mhm. Sie sind da unter Umständen 7 Tage draußen. Wir haben keine Kontrolle darüber, was sie da aufzeichnen. Hinterher können wir einfach nur gucken, ah, okay, hat geklappt oder hat auch nicht geklappt. Ja. Der Test, ob Akkuwechsel funktioniert hat. Jo. Und das ist natürlich schon, da ist man... Oh, ey, ich mag's, ich find's voll geil, dass wir hier und da so kleine Aufnahmen, die in den Folgen nie gezeigt wurden, hier drin haben. Das finde ich super cool. Wir wissen einfach nicht genau, was passiert jetzt noch, was machen die gerade. Aber das macht eben dann hinterher auch den Charme dieses Projekts aus. Und wir haben ja vorher vieles gemacht, wir haben vorbereitet, wir haben versucht, denen die Kameratechnik genauestens zu erklären. Fritz war da auch mit dabei. So. Also ganz, das ist genauso, wie Pat gesagt hat. Wenn das jetzt andere externe Leute filmen würden, dann wäre das Projekt halt nicht einmal ein Drittel so cool. Es ist halt geil, dass die alleine da sind. So als, ich sag mal, Musterschüler, ja, der kann das dann den anderen Teilnehmern auch nochmal ein bisschen nahe bringen, so auch vom letzten Jahr, so macht ihr das, so macht ihr das. So, ne, du siehst, hier läuft die Zeit, wie sie normal läuft, nur 2-3 Sekunden, wenn du hier reinguckst, siehst du auch, 5, 6. Ey, diese Aufnahmen sind so cool irgendwie, gerade weil das vor der Abreise noch ist und wir wissen jetzt halt schon, okay, Nova ist raus, als allererste gegangen, Knossi sitzt da gerade, also nach meinem aktuellen Stand mit Zahnschmerzen so, weiß gar nicht, wohin mit sich irgendwie.
Otto und Sascha beißen sich, also Otto beißt sich nicht durch, er chillt, aber Sascha beißt sich durch. Es ist richtig cool irgendwie. Super, Alter. Das werde ich immer so machen. Sicher. Ich soll immer einschalten und dann wieder ausschalten. Du gehst nicht ausschalten, hast Knacken mehr oder so. Deswegen einfach immer. Siehst du? Damit die Teilnehmer aber auch 7 Tage lang die Erlebnisse filmen können, befinden sich im Kamerakit neben Kleinigkeiten wie Kabeln oder Hüllen 2 GoPros, 4 GoPro-Akkus, 2 Powerbanks und 14 SD-Karten. In der Theorie können die Teilnehmer mit diesem Equipment 28 Stunden lang filmen. Hochgerechnet auf 7 Teilnehmer und potenzielle 7 Tage ergeben sich also bis zu 196 Stunden Rohmaterial. Wir haben ja auch extra 2 GoPros dabei. Einfach, dann können die auch noch ein bisschen das Bild einfach variieren, können mal eine Totale aufstellen, können die andere Kamera in die Hand nehmen. Selbst wenn du eine Kamera verlierst, hast du immer noch eine Kamera, die alles aufzeichnet. Ja, und am Ende des Tages, letztes Jahr hat es ja auch super funktioniert. Das Risiko, dass hier wirklich irgendwas passiert und Footage komplett weg ist, haben wir eigentlich schon sehr minimiert. Ich weiß noch, letzte Folge hat Sabrina ihre SD-Karte verloren. Sie hat sie wiedergefunden, so ist nicht, also alles im grünen Bereich noch. Aber das sind natürlich Sachen, wo man halt nichts machen kann, dann rein theoretisch. Die erste Staffel letztes Jahr, die war ja so ein bisschen als Versuch gedacht. Dementsprechend war die Kameratechnik auch noch ein bisschen einfacher. Was dieses Jahr dementsprechend aber dazugekommen ist, weil es eben größer geworden ist, dass wir gesagt haben, alle Aufnahmen, die abseits eben von diesem Blogging-Stil der Teilnehmer gemacht werden, dass wir da nochmal sagen, okay, wir besorgen dann neue, gute Drohnen. Wir haben zum Beispiel auch ein Gimbal, damit wir aus dem Helikopter sehr gut filmen können. Wir haben 3 neue Kameras gekauft, Sony A7S. Ja, bei so einer Produktion, die eben so spontan und auch mal mit einem engen Zeitplan stattfinden muss, lohnt es sich hier am Set nicht auf die größten Kinokameras oder so zu setzen, sondern unser Wert ist eben eher, dass das Ganze portable bleibt, schnell aufgebaut ist, auch gut zu tragen ist, aber dann trotzdem eben den höchsten Standard eigentlich bietet. Ja, die Sony A7S, die filmt in 4K bis zu 120p. Das ist hier so ein halbes Product Placement gerade. Ich soll mir die vielleicht auch mal zulegen, die Kamera. Das heißt, wir können da super Slow-Mos draus machen. Dann wiegt diese Kamera aber eben nur 2 Kilo zusammen mit dem Objektiv, und das war uns eben einfach wichtig, dass wir da nicht das schwere Equipment, was andere Produktionen vielleicht verwenden würden, sondern eher ein Level drunter, aber macht halt keine Einbußen in der Qualität dementsprechend. Ja, also Max und Johannes haben sich ja wirklich sehr krasse Sachen überlegt, da kommt man auch gerne mal an seine Grenzen und an Herausforderungen, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt als allererstes ein, das Opening, also quasi der Drop-Off, so weil episch. Eben bei den Helikoptern die Türen episch, abgebaut, Junge. Ich habe mich da reingesetzt mit dem Gimbal und habe versucht, krass, dementsprechend mit 2 Füßen auf den Kufen des Helikopters mit offenen Türen, boah, und 300 km/h Wind im Gesicht diese Aufnahmen zu machen. So ein Gimbal macht dir sehr stabile Aufnahmen, aber wenn da 300 km/h Wind auf so ein Gimbal prallt, dann geht es ja auch hin und wieder mal auf. Zwischendurch hat er sich komplett eingedreht, da muss ich irgendwie gucken, dass das wieder funktioniert. Aber am Ende des Tages hat auch das wirklich gut funktioniert und ich glaube, da haben wir einfach die richtigen technischen Mittel gewählt, um das dann auch aufzuzeichnen. Ja, wie ich schon erwähnt habe, wollten wir in diesem Jahr ja die Qualität nochmal ein bisschen höher machen und auch nochmal einen draufsetzen, was so Bildgestaltung angeht. Gleichzeitig wollten wir aber natürlich den Stil des ganzen Projekts nicht verändern. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr gab es ja in der Serie diese Vorstellungsshots der Teilnehmer in Slow-Mo, wo es im Hintergrund geregnet hat, die haben vielleicht einen Move gemacht. Das wollten wir dieses Jahr jetzt nicht komplett verändern, aber eben noch einen draufsetzen. Somit haben wir uns eben bewegte Hero-Shots überlegt, wo wir mit dem Gimbal erst von unten hochkommen, die Teilnehmer so eine Art Hero-Pose einnehmen können, nochmal so irgendwie sich selber in ihrer Identität definieren können. Den Sascha zum Beispiel hat er einen Stock abgebissen und sich das hinterher an die Kehle gehalten. Das waren schon geile Aufnahmen. Einfach, um dann noch ein bisschen einen draufzusetzen. War schon ein Upgrade. Aber eben nicht den Stil vom letzten Jahr nicht komplett zu verändern, sondern eben in dieser Optik quasi zu bleiben. Also das absolute Highlight, was wir hier erlebt haben, fällt mir sofort ein. Da haben wir die Drohnenaufnahmen gemacht mit dem Boot. Rico und ich waren zusammen im Boot und wir mussten noch so die letzten Aufnahmen machen von den einzelnen Spots. Und dann neben uns sind einfach kleine Buckelwale aufgetaucht. Ja, das fand ich so krass, Junge, wie viele geile Tiere man noch gesehen hat. Das war die erste oder zweite Folge dann. Das war so geil, Junge. Das war die erste Folge, ja. So schön. Und der Witz war, am Anfang habe ich gedacht, das sind kleine Buckelwale, bis dann hinterher das Muttertier von dem Kleinen hochgekommen ist. Hinterher 5 Buckelwale so auf einmal. Ich habe sofort die Drohne gestartet und habe versucht, den dementsprechend hinterher zu fliegen und habe es einfach geschafft, einen 10-minütigen Shot am Stück aufzunehmen, wo die ganze Zeit diese Buckelwale drauf sind. Wo der Kleine immer wieder aus... Sendet Robert Mark Lehmann diese 10 Minuten Aufnahmen, schnell! ...im Wasser springt am Anfang, dann kommt das Muttertier hoch, die beiden tanzen da zusammen so im Wasser. Ich habe schon gedacht, besser geht's eigentlich nicht. Und dann kamen auch noch größere, wahrscheinlich männliche Tiere, ich habe da ja auch keine Ahnung von, so sag ich mal, größere Tiere noch dazu und sind dann da alle zusammen im Wasser geschwommen und
Das war halt so einer generell in meiner Karriere, einer der geilsten Shots, die ich so überhaupt gemacht habe. Hinterher auf 50% Geschwindigkeit runter ist der Shot 20 Minuten lang. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich da irgendwie so einen Entspannungsclip dementsprechend draus mache. Es einfach ist atemberaubend schön. Insgesamt eine geisteskranke Produktion, ist riesig geworden. Ich bin mega, mega stolz auf das ganze Team. Bin sehr, sehr dankbar, dass wir alle dabei hatten. War eine mega geile Erfahrung. Wir sind super froh, dass alle Teilnehmer unbeschadet rausgekommen sind. Wir würden es jederzeit wieder machen. Viel Struggle, viel, viel Kopfschmerzen. Ja, nächstes Jahr spätestens müsst ihr es ja wieder machen, hallo? Also dieses Jahr ist mittlerweile ja schon. Was ist denn los? In der Produktion hier ist die Geschichte aber leider noch nicht vorbei, sondern für mich und Pat beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. Oh, das Editing. Denn was ganz, ganz viele Leute immer vergessen, ist, dass da noch ein riesen Berg an Arbeit im Schnitt auf uns wartet. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so viel Material. Stellt euch vor, euer Lieblings-YouTuber wird jeden Tag bloggen, den ganzen Tag, das 7 Tage lang. Und jetzt haben wir von diesen Leuten aber 7 Stück. Das ist also insane, haben wir quasi, ne? 49 ganze Tage im Blog. Bro. Ja? Und das können wir uns jetzt alles hinterher schön anschauen, die spannendsten Momente rausschneiden. Das ist wirklich so schwer, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gemacht hat, glaube ich. Also ich versuche es mir schon vorzustellen und auszumalen, aber selbst ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Heidenberg an Arbeit das ist. Weil wie er auch schon meinte, du musst das Ganze spannend, sinnvoll aneinander cutten. Das ist so, ey, das kann man sich nicht vorstellen. Weil manche Leute ja auch zu viel filmen vielleicht, unnützes oder doppelt, weil irgendwas kacke war oder zu wenig. Oder es muss dann sinnvoll aneinander, das ist super schwer. Und das dann hinterher eben ganz zu einer krass. Serie und zu einzelnen Folgen zusammenbauen, das sodass es eben sein. Auch Spaß macht. Auch dass du sagst, okay, jetzt ist hier die Folge zu Ende, damit fangen wir wieder an. Das muss so schwierig gewesen sein. Dich anzugucken. Boah. Hallo, wir sind Jo. Hallo. Alles so Wachs und wir stecken gerade mitten im Schnitt von der Folge 13. Ich bin Rico, Designer und Fotograf. In der 2. Staffel war ich mit vor Ort, um die ganze Produktion fotografisch zu begleiten. Daraus ist ein Bildband entstanden und in der Post-Production bin ich hauptverantwortlich für alle Animationen. Also ganz besonders wichtig bei so einem Projekt ist natürlich, okay, wer macht was und wie ist die Aufgabenverteilung? Das war in unserem Fall so, dass Max und ich vorher uns zusammengesetzt haben quasi konzeptioniert, wie wollen wir was im Schnitt machen, wie wollen wir es haben. Was brauchen wir dafür? Wie sollten im Idealfall die Grafiken aussehen? Wie soll geil, mit dem Schwein sogar noch sein? Wie sollen die Challenges eingebunden werden und so weiter? Also alle strategischen Entscheidungen, den Schnitt betreffend, haben Max und ich getroffen. Der Ablauf, wie es zur finalen Folge gekommen ist, war eigentlich immer so. Das Material wurde vorher gesichtet von Clemens, Patrick und mir. Dann habe ich diese gesichteten Sequenzen zusammengeführt, habe die einzelnen Folgen inhaltlich zusammengesetzt. Dann ist das wiederum alles zu Pat gewandert für den Feinschnitt. Da hat er dann in Kombination mit Rico die Grafik eingesetzt, also ne, diese Drohnen-Transitions oder auch der Intro-Endcard, aber auch zum Beispiel die Placements, die wiederum Max vorher gedreht und geschnitten hatte. Also man merkt, von ganz, ganz vielen Teilbereichen kam da einfach alles zusammen. So. Und dann ist es zu Max in die Endabnahme gegangen. Max hat sein Okay gegeben und ist auf YouTube hochgeladen und alles, was für YouTube relevant ist, also Vorschaubild, Titel und so weiter, dann eben da eingepflegt. Für die Post-Pro von 7 vs. Wild benutzen wir die komplette Adobe Creative Cloud. Für den Schnitt Premiere Pro, für die ganzen Animationen benutzen wir After Effects und für die Grafiken InDesign und Photoshop. Und das läuft alles auf Windows-Rechnern wie auch auf Mac-Rechnern. Wir sind da irgendwie so ein bisschen gemischt im Team. Wir sitzen auch alle bei uns selber zu Hause. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir zusammen Büro haben. Das ist aber geil, weil mittlerweile ist es ja so möglich, jeder sitzt zu Hause, macht seinen Stuff, dann kurz Zoom-Call, Discord-Call, wie auch immer. Und man kann alles dann zusammen besprechen, mit Teamviewer miteinander arbeiten, wie auch immer. Das geht ja mittlerweile so easy, ist halt viel entspannter, wenn jeder zu Hause arbeiten kann. Dann kann man auch geiler in Schichten arbeiten oder so. Dann wir arbeiten alle remote, wir callen uns morgens einmal, dann begibt sich jeder in seinen eigenen Tag, in seinen eigenen Workflow. Aber wir sind halt nicht diese, wie soll man sagen, professionelle Produktion. Oh, so sympathisch hier hinten, die Vikings-Bilder. Sympathisch. Uns Firma, die einfach alles hat und die setzt sich dann dahin und kann losgehen. Grundsätzlich sind wir hardware-technisch relativ basic aufgestellt. Das hier ist mein Stippplatz. Mehr ist es nicht. Krass. Eigentlich in echt sind hier noch Chipstüten und so ein Kram. Wichtig. Wichtig und richtig. Als wir auf der Insel gedreht haben, haben wir uns irgendwie gewünscht, dass es so wird wie in Staffel 1 von der Footage-Menge. Hat nicht geklappt. Es war viel mehr, sage ich. Es war viel, 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 viel mehr, sage ich. Es wurde alles ein bisschen mehr. Es ist mehr gefilmt worden. Es sind Kandidaten länger drin. In der Staffel 1 sind ja schon 2 Stück am ersten Tag ausgeschieden. Stimmt, daran habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war ja auf, du hast
bei Staffel 1 am ersten Tag direkt fast ein Drittel der Leute eliminiert gehabt. Das ist krass. Übermenschlich viel gefilmt hat. Joris, der hat wirklich jede SD-Karte vollgeknallt. Also die Leute hatten ja 2x64 GB. Man hat es gemerkt, dass Joris wirklich... Der Mann hat Bock gehabt, der hat Gas gegeben. Aber ey, gut für den Mann. Am Tag wirklich alle voll. Und dann gibt es natürlich auch Teilnehmer, die ein bisschen weniger gefilmt haben. Nova zum Beispiel, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ich habe 2 Festplatten, die sind insgesamt 8 Terabyte groß. Man muss sich vorstellen, die Teilnehmer verbringen 7 Tage auf der Insel und filmen unter Umständen den ganzen Tag. Und wenn man sich das dann vorstellt, 7 Teilnehmer, potenzielle 7 Tage, also da kommt einiges an Material zusammen, was wir dann hinterher sichten müssen, zusammenschneiden müssen und auch die besten 10 eben aussuchen müssen. Aber natürlich können wir nicht all das Material reinnehmen, ist ja klar, es ist viel zu viel, wir müssen uns da versuchen, auf die Highlights zu konzentrieren. Es ist auch so, dass viele Dinge, die die Zuschauer interessiert hätten, wahrscheinlich auch nicht drin sind. Ja. Deswegen sind wir auch gerade in der Überlegung, das Material der Kandidaten uncut hochzuladen. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, das habe ich letztens irgendwo gehört, wo habe ich denn das gehört? Was heißt letztens? Vor 3 Wochen. Bei Fritz auf dem Stream-Highlight-Kanal, der hat das da irgendwo angesprochen. Ich würde das so fühlen. Ladet es einfach uncut hoch. 7 Tage von Bam. 7 Tage von Bam. 7 Tage von Kandidat X, so wisst ihr? Und dann hochgeladen und dann Bam, einfach 15 Stunden. Ist mir egal, ich zieh's mir rein. Laden. Da würde ich dann keine Reaction zu machen tatsächlich, ja. Aber das kann man so nebenbei laufen lassen. Das ist so richtig entspannt, glaube ich, wenn du es nebenbei laufen lassen kannst einfach. Damit man halt auch die ganzen unveröffentlichten Szenen mal zu Gesicht bekommt, die es sich lohnt anzuschauen. Ja. Parallel zu den Animationen war ich damit permanent beschäftigt, das ganze Buchlayout zu setzen, die 13.000 Fotos auszuwerten und die Highlights davon. 13.000 Fotos, Bro, imagine, holy shit. In das Buch zu bringen. Aber jetzt, das Buch auch mega geil, mega geil. Wir sind an dem Stand nach ganzen Testen und jetzt sind wir bei so einer geilen Version. Ich glaube, die Leute werden richtig happy damit sein. Am Ende ist das Buch 68 Seiten stärker geworden, obwohl das gar nicht so geplant war. Aber wir hatten so viel Material, krass, geile Interviews, exklusives Bildmaterial, was noch rein sollte, um so ein richtig geiles Produkt zu schaffen. Definitiv war die größte Herausforderung das Thema Zeit, weil von Panama, bis wir da waren und zur Ausstrahlung der ersten Folge, hatten wir, glaube ich, 5 Wochen. Also wir schneiden jetzt quasi seit dem ersten Tag, wo wir wieder zurück sind aus Panama, durchgehend bis jetzt und wir sind noch nicht fertig. Bedeutet, das sind jetzt ungefähr 3 bis 4 Monate, die wir Vollzeit und teilweise auch deutlich länger als Vollzeit daran arbeiten. Also insgesamt werde ich locker 400, 500, 600 Stunden dafür gebraucht haben für das Design und Animation, für alles rund um Cerberus Wild. Also wenn ich das jetzt so grob überschlagen müsste für eine Folge, das sind 4 Leute, die arbeiten 7 Tage die Woche, 10 Stunden, kommt man so ungefähr auf 350 Stunden, die da pro Folge investiert werden müssen, ja. Aber anders ist das in so einem kurzen Zeitraum auch nicht zu bewerkstelligen. Das bedeutet, man macht mit dem ganzen Team quasi kontinuierlich Überstunden und wir sind leider wieder an dem Punkt, ich hatte es in unserem allerersten Video auch schon mal erwähnt, dass wir an dem Tag fertig werden, wo das Video online kommt. Und das ist eigentlich eine absolute... Ja, und da gab es auch Verspätung. Bei der allerersten Folge gab es auch Verspätung. Das weiß ich noch. Katastrophe. Ja. Das geht eigentlich gar nicht, aber das ist... Man wird dem Material sonst nicht her. Man kriegt es nicht gebändigt. Ja. Da die Teilnehmer ja auch gerne mal nicht bekleidet auf der Insel unterwegs was? Waren... Gibt das ist aber jetzt... Das ist mir ja noch... Das weiß ich wohl. Hä? Ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt, muss ich sagen. Das ist natürlich auch die ein oder andere Stelle, die wir dann hinterher oder ganz konkret ich... zensieren. Der Mann ist es also. Das ist der Mann. Das ist der Mann, der alles gesehen hat. Das ist der Allsehende, Allwissende. Okay. Pat also. Pat. Okay. Pat weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und auch das ist teilweise ein längerer Prozess, als man vielleicht denkt, ja. Ist ein bisschen nervig, ja. Wenn Knossi da das 20. Mal irgendwie mit seinem nackten Arsch durchs Bild läuft, muss eben diese Zensur, dieses kleine Zensierfeld auch getrackt werden, ja. Dass das mitwandert, dass das auch nicht irgendwie dann mal flöten geht, sage ich mal. Da hängen wir auch teilweise so nah vor dem Bildschirm und gucken uns genau an, dass wir da auch nichts übersehen. Da wurde wirklich stundenlang mit der Lupe jeder Pixel geguckt. Okay, sieht man da noch irgendwo eine kleine Popofalte von Knossi oder nicht? Nee, okay, Abfahrt. Du kannst halt viel damit zerschießen, ne? Stell mal vor, irgendwas vergisst du und dann gucken sich das die Leute auf Twitch an und dann hagelt es die Bands. Ja, was bei uns das und halt auch einfach so uncool, wenn man da vielleicht einen kleinen Schniedel sieht oder so, für den Teilnehmer vielleicht auch uncool. Ich glaube, Knossi hatte kein Problem damit, aber
Weiß man nicht. Im Schnitt eine sehr große Herausforderung war. Also was ich für meinen Teil sagen kann, ist, ich habe sehr viel Zeit in die erste Folge gesteckt. Ja? Also bei der ersten Folge wollte ich einfach, dass wir da ein richtiges Brett ins Internet zimmern. Ja, dass einmal YouTube Deutschland richtig wach wird. Und da habe ich einfach so viel Energie und Liebe reingesteckt, dass wirklich alles, jeder Musikübergang, jede Szene, jeder Drop von der Musik, wenn man da im Nachhinein nochmal drauf achtet, einfach genau stimmig ist. Das war eine große Herausforderung, aber da habe ich mich gerne gestellt und ich glaube, das Ergebnis lässt sich auch ganz gut sehen. Voll. Wir sind ja jetzt schon wirklich fast 3 Monate dabei und man muss sagen, es setzt so langsam so eine Art Lethargie ein. Ja, also... Neues Wort gelernt. Ich brauche wieder Abitur, um hier meinen Job machen zu können. Was ist das denn? Lethargie. Ist jetzt eine weiß nicht. Dass man vielleicht, ich denke daran, so, dass man irgendwann nicht mehr darauf gucken kann, wie wenn man so stundenlang ein Puzzle puzzelt. Man ist irgendwann zu sehr drin und irgendwann kommt ein random Typ und sagt, ey, das passt doch dahin, du Vollidiot. Wisst ihr so? Also wir haben immer noch extrem Spaß und sind super froh, dass... Ah, okay, das Excitement lässt ein bisschen nach vielleicht. So, man denkt sich, okay, jetzt so langsam möchte ich auch mal fertig sein. Dass alles so erfolgreich ist, aber man merkt bei allen Beteiligten im Schnitt so langsam ist einfach die Luft raus. Okay. Schlecht. Mir geht es sehr schlecht. Also, ich kann das ganz kurz in 2 Sätzen sagen. So ein Projekt zu machen, diese Monate des Schnitts und der Postproduktion, die sind irgendwie eine ganz besondere Belastung. Nicht nur, weil man 14, 15 Stunden am Tag vorm PC sitzt, sondern auch, weil das immer so eine mentale Belastung ist. Du weißt, okay, ich werde jetzt hier noch die nächsten 2 Monate, 3 Monate werde ich hier noch in meiner Kammer hocken und irgendwelche Videosachen angucken. Was einerseits cool ist, weil man ist ja der Erste, der es sieht und der es dann irgendwie zusammenfügt. Aber andererseits macht einen das auch wirklich mürbe im Kopf und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass das Hirn so abschaltet und man einfach nur noch in so einer Parallelwelt lebt. So, die Parallelwelt ist dein Monitor. Die Leute fordern, wir versprechen denen natürlich was. Und wir wollen halt auch liefern. Wir spüren auf jeden Fall den Druck von außen, gerade weil dieses Projekt schon wieder abnormale Sphären von Zuschauerzahlen erreicht. Gerade ist eine super geile Zeit, aber auch eine wirklich intensive Zeit für den Kopf und für den Körper. Und wir freuen uns auch ein kleines bisschen, wenn das Projekt dann irgendwann mal vorbei ist und wir auch ein bisschen wieder abschalten können. Zu Recht. Also für mich persönlich das größte Learning war die Erfahrung, in so einem großen Team zusammenzuarbeiten. Also sowohl auf der Insel als auch im Nachhinein in der Post-Production. Projektübergreifend mit mehreren Cuttern an einer Sache zu arbeiten oder auch mit Grafikern oder auch mit Voice-Over oder was weiß ich nicht alles. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, aber das gibt einem auch viel, weil man nicht mehr das Gefühl hat, so wie zum Beispiel noch im letzten Jahr, dass die gesamte Last des Projekts nur auf den eigenen Schultern irgendwie ruht. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie wichtig das Zeitmanagement ist und seine Tasks auf jeden Fall vernünftig zu planen und unter so einem großen Druck zu arbeiten auf jeden Fall. Man muss das wirklich auch nochmal sagen, da gehört einiges zu, so ein Projekt über so einen langen Zeitraum durchzuziehen, über so viele Stunden am Tag. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank ans gesamte Team. Also vor allem zu erwähnen, Max natürlich, Pat und Clemens und letztendlich nicht im Schnitt, aber in Animation Rico, der wirklich einen richtig geilen Job gemacht hat im ganzen Design. Mega geil, hat mega Bock gemacht, mit allen zu arbeiten und jetzt ist zum Glück auch das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und wir sind hoffentlich in einer Woche durch mit allem. Danke, dass ihr euer Leben mit uns weggeworfen habt für 3 Monate. Auch an dich, Johannes. Gerne. Geil. Richtig, richtig, richtig geile Folge von Behind the Scenes. Super interessant irgendwie zu sehen, wie sie darüber gesprochen haben. Und ja, man hat natürlich jetzt so einen kleinen Einblick nur bekommen, was für ein Haufen Arbeit es ist. Man sieht, die Augenringe werden größer bei den Organisatoren, bei Max und Johannes, aber auch bei allen anderen dahinter. Geil, Mann. Ich muss sagen, ich bin wieder voll drin. Ich freue mich jetzt so die letzten 3 Folgen. Wir haben noch 3 Folgen offen. Ihr wisst nicht, wie excited ich bin. Wir haben 3 Folgen noch offen, die wir uns anschauen können. Und ich freue mich einfach drauf. Ich sag's, wie es ist. Wir haben Behind-the-Scenes-Stuff noch. Wir haben diese Interviews, die, wir haben es hier schon gesehen von Fritz gerade, die noch kommen zu jedem Teilnehmer. Super viel Content. Wir werden alles zusammen ansehen. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, heute Abend, Spätabend wahrscheinlich, aber wir kriegen es hin und ich freue mich drauf, werden wir auf jeden Fall noch die letzte Folge dann haben. Und die letzte Folge, wahrscheinlich die nächste Folge haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt soweit einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wir sehen uns heute Abend beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt so fresh und gut, dass ihr wie immer vergesst, heute nicht zu lächeln. Wir sehen uns und tschüss.